Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns das neue Video von 4-7 an. Irgendein Turnier, Big Reality, das gehypteste Battle-Turnier in Deutschland, Platz Nummer 1, Folge. Ich küsse eure Herzen. Falls ihr live dabei sein wollt, und ihr seid gerade nicht live dabei, weil mein Chat ist live dabei, kommt gerne auf Twitch, erster Link im Bio. Wir sind jeden Tag live, vielleicht auch manchmal einen Tag vielleicht oder so. Pause oder so. Ja, ich küsse eure Augen. Geil. Ach, Bruder, bitte, Konzept 1, Digga. Sag mir nicht, die sind auch in so eine Villa gegangen. Sau! Ich bin so stolz, Sau, zu sagen, dass wir mittlerweile über 240.000 Abonnenten auf YouTube erreicht haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag 4-7. Ich habe ihn ja kennengelernt bei Nahim. Und Waller, er ist ein sympathischer Typ. Wir haben jeden Sonntag... Nein, um Gottes Willen, Bruder, die sollen alle machen. Verstehst du? Ich werde auch machen und ich werde mir dick Mühe geben, dass mein Format richtig geil wird. Und ich hoffe, dass wir heute auf 2-6 Subs kommen. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Da fehlen noch 12 Subs. Also gebt gerne Liebe. Erste Prime ist kostenlos. Ich küsse eure Augen. Ein Video hochgeladen um 14 Uhr und es ist einfach erfolgreich geworden und meine Community ist einfach immer am Start. Ihr seid immer da. Ihr liked das Video immer, ihr kommentiert immer so viel. Ich kriege so viele Nachrichten, so viele Battle-MCs, Rapper wollen auch mitmachen bei Big Difference. Und es ist einfach unser Verdienst, dass wir jetzt mit Big Reality starten, dem besten Battle-Rap-Turnier in Deutschland. Geil. So Leute, dann erkläre ich euch mal, wie das ganze Turnier verlaufen wird. Ich freue mich mega drauf. Und zwar... Bei Big Reality leben, wie gesagt, diese... Aber wo guckt der hin, der Bre? Wale, das erinnert mich an Apo Red, sein Genshin Impact Placement. Wo guckt der hin? 8 Teilnehmer, die besten 8 Teilnehmer von Big Difference in diesem Haus. Und mit denen machen wir unglaublich coole Challenges. Ich habe coole Challenges für diese Teilnehmer vorbereitet. Und jeder, der eine Challenge gewinnt, bekommt 100 Euro Preisgeld. Und wer das ganze Turnier am Ende gewinnt von Big Reality, bekommt 2000 Euro Preisgeld. Nice. Ah, geil, alle. Jo, jetzt sind wir endlich in der Villa angekommen. Mega fucking nice. Also ich habe die Bilder zwar gesehen, aber ich dachte nicht, dass es wirklich so geil ist. Ich denke mir auch so ein bisschen so, Bruder, was mache ich hier so? Ich bin doch nur der Kevin aus München. Die Jungfrau hat ein Battle mit über 2 Millionen Aufrufen auf YouTube. Er hat ein Battle bestritten gegen Fuckgirl, womöglich das erfolgreichste Video auf meinem Channel, auf Big Difference. Der gibt mir Narcos-Vibes. Und deswegen ist er auf jeden Fall am Start und er wird abreißen. Er ist ein Talent. Krass. Seine Fähigkeiten haben keine Grenzen. Und er ist dabei bei Big Reality. Eignungskick. Hört auf, Digga. Gönnt 4-7. Also, mein Name ist Camelia. Ich bin 28 Jahre alt. Die Veganerin haben die eingeladen. Digga, das hat er niemals gemacht. Bruder, dieses Battle ist mein Lieblingsbattle. Und diese Veganerin, gell, die wurde rap-technisch ver... Bruder, die wurde... Ich will euch das ganz kurz zeigen. Bitte nur like da. Teuflisch da. Vorbereitung. Veganerin. Und... Ah. Herzlich willkommen zum Battle. Ich will euch einladen. Das hier wird das Hauptgericht und vor mir stehen die Beilagen. Bist du verschmutzt und Tiere, setz dich ein im Battle Rap. Bist du nicht sauer auf die Viecher, die fressen dein Essen weg. Mein Körperbau ist animalistisch. Entweder frisst du das Tier oder das animalistisch. Und eins möchte ich erklären, bevor du kommst. Du kannst Tiere nicht retten, doch durch dich sterben sie umsonst. Weiß dein Glück nicht zu schätzen mit deinem Veganer-Leben. Leute wie du sollten Hunger dein Jahr lang in Ghana leben. Und
Karottenjeans. Ich weiß, du rettest gern Leben, hast ne Passion, aber Hamdullah Muslim baut zu Schlachten Religion. Walla, du hast gedacht, du kannst mich, jetzt sieht das anders aus. Bei dem Battle bin ich das Steak, was du nicht in die Pfanne haust. Jetzt kommt kein kleiner Rapper, nein, jetzt kommt leider Skepcher mit seinem Fleischermesser, der dich zerteilt wie Metzger, lass es besser sein. Ich würd gerne mit dir, doch du hast zu wenig Fleisch. Und eine Frage verfolgt mich den ganzen Tag noch: Trinkst du eigentlich Leitungswasser, wenn es aus dem Hahn kommt? Guck, mit mir hast du es nicht leicht, du lebst vegan, doch wenn du Eier hast, wart auf Runde 2. Der Bre hat sie gegessen und ihre Antwort war dann: Fleisch essen ist bei dir doch böse im Trend. Leute, guck mal da, das ist der letzte Höhlenmensch. Du kriegst dir alles geholfen und sogar nie fett, denn dein IQ ist niedriger als die Cholesterinwerte. Und wird dein Kampf, wird es komisch bei den Kindern. Ist dein Billigfleisch, da sind Antibiotika schon drin. Aber was man sagen muss: Ich mach Rap seit... Sie hatte bei dem Battle keine Brille auf und vielleicht hat sie darum nicht so gut abgeschnitten. Zwei Jahren. Und ich freue mich, mich hier beweisen zu können als die Veganerin. Als ich in der Villa ankam, fand ich es schon ziemlich nice. Also, man ist nicht oft in einer Villa. Ich habe es genossen und dachte mir, geil, was da auf uns zukommt. Also wirklich sehr nice. Ein guter Eindruck. Boah, so eine fette Villa, ohne Witz, ich bin da angekommen, ich habe erstmal so hoch geguckt, der Pool, alles drum und dran und mein Raum, also ist einfach geil gewesen. Wer ist das denn? Acht Rapper, acht Teilnehmer, obwohl einer muss ja noch kommen. Die Egos sind groß, aber meins am größten, ich werde schauen, was mich erwartet. Nice. Boah, was ist das für eine Villa, Bruder? Immer, Cousin. 2K Racks werde ich mir auf jeden Fall packen. N100. Drück auf Play oder was? Alle, der rappt auch mit. N100, Digga. Drück auf Subs verschenken, mein Bruder. Ich bin für N100. Ja, was geht ab? N100. Ich bin der Produzent. Baba-Typ, Digga. Und ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Duisburg. Und der ist voll der gute Rapper, Digga, Alter. Ja. Der Produzent ist auch am Start. Er rappt besser als die tatsächlichen Rapper. Der war krass, ich schwöre. Hat ein monströses Battle bei Big Difference absolviert und ist Susu Reality hier in der Villa am Start. Vielen, vielen Dank. Ewa Lidl. Also mein Name ist Poker aus Miltenberg bei Aschaffenburg und ihr kennt mich vielleicht aus dem Zug, wenn ich spätestens seit Big Difference bei dem Battle als Lidl-Mitarbeiter gegen Aldi-Mitarbeiter und ja. Walla, da ist er doch sogar. Da ist er doch sogar. N100, drück auf Subs verschenken. Er drückt automatisch, Cousin. Man muss nur diesen, das ist wie Simsalabim, aber ihn sagt man nicht Simsalabim, man sagt N100, drück auf und dann drückt er. N100, ich bin für dich. Ich bin für dich. In dem Sinne wünsche ich euch hier viel Spaß. Er ist der gehypteste Rapper. Nein. Von Big Difference. Nein, Foss. N100, Bruder. N100. Er hat das Talent, Leute nachzumachen, zu imitieren. Und selbstverständlich ist er dabei bei Big Reality in dieser Villa. Er wird bei Challenges mitmischen. Er wird seine Battles bestreiten. Hello, Abi, dankeschön. Und auch er wird versuchen, das Ding zu holen. Vielen, vielen Dank an unseren Sponsor ConceptWise, der das ganze Turnier sponsort. Vielen, vielen Dank. Nummer 1 in Deutschland, was Zahnaufhellung betrifft. Und sie haben mittlerweile 20 Standorte. Und Leute, ihr wisst ganz genau, weiße Zähne sind sehr, sehr wichtig. Und mit dem Promo... Lasst euch diese Dinge. Ich kenne den alten Besitzer, den Erfinder von ConceptWise. Der Arme ist leider verstorben. Aber Dreddys, so, lasst Zahnaufhellung. Lasst es. Gelbe Zähne wie ich, beste Leben. Behandlungen. Weiß. Die Feministin. Wart mal ab, nach dem Battle von N100. Ich wollte gerade was sagen, aber dann habe ich zweimal überlegt, Alter. Ja, 4-7 hat auch für frischen Wind gesorgt. Und deswegen ist heute die Feministin am Start. Die wird hier auch mitmischen. Die wird ihr Talent zeigen und die wird alles abreißen. Vertraut mir.
Was geht, was geht? Ich bin die Feministin und ich nehme hier jeden auseinander. Der Fuckboy ist natürlich auch am Start. Mein Kopf ist Rille, Rille, Rille. Komm in mein Block, komm chillen. Hör die Stille, Stille, Stille. Die düstere Stille bis tief in die Nacht. Du hast keinen Platz. Ich wusste gar nicht, dass Sarah GBS auch mitmacht. Ach so, das ist alle, Wanda, ich meine Augen sind so fest. Nur wo war deine Liebe auf einmal hin? Hey, 18 Minus grad, nicht wie du, weil wir anders sind. Apache mit Downey, hört auf. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Forst. Ah, jetzt geht erste Battle schon direkt los. Ich dachte, heute nur vorstellen, wir haben das und das vor. Ach so, Kaiser Nero. Dankeschön für Stufe 1 im ersten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Willkommen bei Big Baba, Reality. Alter. Und zwar haben wir heute Big Difference Turnier und die erste Begegnung steht schon. Das ist einmal Veganerin und Jungfrau. Macht da mal Lärm! Wir sind hier im Turniermodus und das ist die erste Vorrunde, erstes Vorrundenmatch und heute haben wir auch ganz spezielle Gäste. Krass, Keanu, Khatar, Mois und so Baba alle. Für euch und zwar ist der erste Gast, darf ich ihn vorstellen, das ist einmal Mois. Macht einmal Lärm für Mois! Vater von YouTube und jetzt haben wir einen motherfucking Rapper. Vater von Rap. Vater von Rap. Macht einmal Lärm für Kianus! Geisteskrank. Kia! Und wir haben noch einen guten Freund von mir, YouTuber, und das ist einmal Emre. Macht einmal Lärm für Emre! Bombe! Wir haben so entschieden, dass Mois jetzt einfach für die Münze. Was mit seinem Bruder? Werfen wird, wer von den beiden anfängt? Kopf, Kopf. Zahl. Zahl, ja. Okay. Mach du Zahl. Bist Kopf, sie ist Zahl. Yes. Okay. Gut. Seid ihr ready? Mach Zahl, Bruder. Zahl. 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 Wer da? Hey, soll ich dir Zahl geben oder deine Barbuschka das Doppelte? Darf entscheiden? Ah, okay. Ja, Mann, beat ein bisschen lauter, wenn's geht. Ist jetzt Freestyle? Bitte du bist nicht. Hässlich, hat mir bis jetzt jeder gesagt. Sag mal, hat sich deine Mom mit einem Eber geparkt? Ich fress dich, geil, wer zum Jäger geht hart. Sein Freund hat erzählt, dass er von hinten mag. Check dich, du bist so ein Psychopath. Versteckst in dir Geld und viel Frauenfass. Von klein auf nur über Jungs getrat. Dale Papi, du gibst Apples von Pischkos Arsch. Die Jungfrau im Stimmbruch ist Floß am Verhauen. Bewertet die Veganerin, hab den grünen Daumen. Dein Damenbart wird täglich gehakt. Biogärtnerin, doch dein Gesicht wird gespritzt und besamt. Merkst du was? Hast du dich ständig beleidigt? Für den Sato-Fetisch wirst du ehrenlos gesteinigt. Der Keck macht ein auf Stand-Up-Comedy. Du bist ein behinderter Deutsch-Rap-Wannabe. Kevin versucht ja, berühre die gleiche Rotrix, ey. Die Rotrix, ey, scheiße. Weiter. Wenn ich dich versucht ja, berühre die gleiche Rotrix, ey. Die Rotrix, ey, scheiße. Wannabe. Kevin versucht ja, berühre die gleiche Rotrix, ey. Die Rotrix, ey, scheiße. Hilfe, Digga. What? Ey! Freddy, sie können doch nicht den Hype-Train so sterben lassen. Wir brauchen doch 3 Subs. Richtig, sehe es, mein Name hart am krepieren. So ein Trennunfall wie dich will keiner in der Szene etablieren. Aber sagte Papa Kevin, du bist keine Meerjungfrau. Später lockst du Minderjährige bei Tinder mit einem Fake-Account. Du tauchst auf in einer VIP-Pedo-Lounge. Verkleidet als ein Teletubby-Kinder-Clown. Ey. Ey, ey, scheiße, ich bin raus. Ey, 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 mach auf. Vom Spiegel und löscht den Verlauf. Die Chick, warum sehe ich nur Haare und Bauch? Als nächstes zu Gast bei Spiegel TV. Ey, scheiße, ich bin raus. Scheiße. Fatih, mein wunderschöner Bruder. Dankeschön für 5 Verschenkte, mein wunderschöner Bruder. Also, Bruder. Warte, warte. Ich weiß auf jeden Fall, wer Ghostwriter war. Ai. Fatih, mein Schatz, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen, vielen Dank, Fatih Abi, Walla. Als nächstes zu Gast bei Spiegel TV. Der Gast, der seine eigene Ziege missbraucht. Ey, warte. Ai, okay, scheiße. Da im Start, erste Runde von Veganer, meine Mann. Ja.
Ich wollte sagen, ich hab dich international vernichtet. Über dein Coming-out wird heute jeder berichtet. Vielleicht solltest du in Psyche und Zukunft auch auf Würstchen verzichten, ja? Starke erste Runde. Ansage, Ansage. Okay. Nicht zu vergessen. Also, ist Wahrheit? Ich fand's gar nicht stark. Ich sag euch ehrlich, das ist ein gefundenes Fressen, Bruder. Ich hätte sie auch nicht in diese Reality-Villa eingeladen, um ehrlich zu sein. Es gibt so viele andere starke Kandidaten, die es viel mehr verdient hätten. Dieses Video wird gesponsert von Concept Weiß. Checkt auf jeden Fall ab. Und jetzt kommen wir direkt zu... Egal, ja, trotzdem mutig. Natürlich, Bruder. Alle, die da antreten, sind mutig. Aber ich bin jetzt nur hier, um das Battle zu bewerten. Und ich bin jetzt gespannt. Ich fand die erste Runde von ihr nicht so stark. Die Antwort von Jungfrau N100. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung sagen. Abstimmung läuft. Jungfrau, a.k.a. McLovin, a.k.a. Teddybearface. Auf geht's, Cousin. Ja. Oh, Monte ist da. McLovin, a.k.a. Teddybearface. Ach so, ich dachte, es wäre Monte am Unisiki. Ja. For seven, gib mir doch mal endlich Competition. Veganerin, fuck girl, I don't see the difference. Glaub nicht, dass du mich verführen kannst mit deinen Blicken. Ich würde ein Schwein zwar essen, aber niemals ficken. Du machst das Gegenteil von Testo nehmen. Denn das Soja, das du isst, ist voller Estrogen. Hier sieht man den Beweis, dass es echt so geht. Von Mann zur Frau ohne eine Geschlechts-OP. Du denkst, echte wärst ein Actionheld, wenn du dich mit deinem Megafon vor die Menge stellst. Du schreist, Tiere verdienen eine gerechte Welt. Okay, ich werd Veganer, aber nur, wenn du die Fresse hältst. Ich weiß nicht, ob mir dein Text gefällt. Doch es gibt da einen Punkt, in dem du recht behältst. Viel zu viele Tiere sterben für die Fashionwelt. Ist es etwa echter Pelz? Oh! Mama, Digga. Navy Sammy, 24 Monate. Ich küsse dein Auge, inshallah, bald. Wir haben einen Song gemacht. Doch es gibt da einen Punkt, in dem du recht behältst. Viel zu viele Tiere sterben für die Fashionwelt. Ist es etwa echter Pelz? Mit irgendeinem Weg hast du gewählt. Doch deine eklige Diät ist leider lediglich okay. Es gibt Leute, die kämpfen täglich gegen Krebs im Blut und die haben trotzdem mehr Lebensqualität als du. Wenn du es gehst, muss man sich in den Boden schämen. Bist du Veganer, weil dir Chromosome fehlen? In McDonalds machst du immer eine große Szene. Ich will meinen Cheeseburger ohne Fleisch und ohne Käse. Du kriegst die erste Runde nicht heim. Zu Hause heute Abend wirst du stundenlang weinen. Ja, dass du Tiere liebst, das wundert hier keinen. Du kriegst Pferdeschwanz, Doggystyle und grunzt wie ein Schwein. Du machst Fotos, lass uns deine Pilze. Und machst dich immer wichtig. Ja, du liebst Tiere, aber Tiere lieben dich nicht. Alle, Digga, alle. Also, Bruder, was soll ich euch sagen, Digga? Digga, was soll ich euch sagen, Bruder? Bruder, Zerstörung. Ich schwöre, Zerstörung. Abend wirst du stundenlang weinen, ja. Dass du Tiere liebst, das wundert hier keinen. Du kriegst Pferdeschwanz, Doggystyle und grunzt wie ein Schwein. Du machst Fotos, lass uns deine Blitzlicht. Postest halt auf Insta, Kühe merken, ist nicht richtig. Du nervst jeden und machst dich immer wichtig. Ja, du liebst Tiere, aber Tiere lieben dich nicht. Er war krass. Ich werde hier herumgeschubst, herumgepuncht, geschlagen, alles auf jeden Fall. Geisteskrank, erste Runde von der Jungfrau. Piep. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Veganerin N100. Let's motherfucking. Okay, Ladies and Gentlemen, der erste Typ, der erste Mann, der sich darüber freut, Kondome in XXS zu kaufen. Einmal bitte Applaus. Ah. Jetzt geht's los. Jetzt sie muss, Runde 2, veganes Hackfleisch. Sie muss jetzt, Digga. Du kommst beim Showdown, Kami beendet deine Karriere. Scheint, als hättest du eine Sprach- und Sexbarriere. Schlammbad ist für dich Schweinsport und Körperpflege mit Platzpatron. Triffst du immer noch in die Leere. Die Veganerin so fies wie Joker. Er wurde von Bros beim Strip-Poker mies entjungfert. Du bist keine Jungfrau, du bist eher beschmutzt. Erst Blaui und danach gibst du Mami einen Kuss. Vorher noch bei Taschengeld bei Papi gelutscht. Du bist der Grund für steigende Lesbenquoten. Bist so gay, dir wurde alles in den Arsch geschoben. Hast du fette Titten, du brauchst eine Testokur. Geh mal
weg mit deiner peinlichen Lockenstabfrisur. Ah, du machst deine gerne gerne breit. In deiner Unterwürfigkeit sitzt die Big Size Jeans trotzdem ziemlich tight. Ah, wenn du mit der Klick im Spielraum sprichst, dann, ey, wenn du, sorry, nochmal. Nochmal locker. So, mach mal Lärm bitte, ich brauch Hilfe. Ey, wenn du mit der Klick von Spielraum sprichst, ihr gemeinsam in Leggings süß einen Keks bewegst, dann redest du sicher nicht von dem Ort, wo ein Kind vor dir sicher ist. Ah, ich hab vor den Texthänger, aber geb dir einen Banger. Du bist für mich nur irgendein Trender. Ja, ich gehe gerade ab und hab deine Miene so satt. Guck mal, wie du dir bis heute noch immer in die Hose kackst. Pubertät, ja, ich hab mich gerade auf deine Meinung angelehnt. Du bist ein Fehler, du bist passiert aus Versehen. Deine Mutter ist nicht mal gekommen, sie hat dir deine Ehre heute mitgenommen. Glaub mir, ich vernasch dich zum Frühstück und geb dir heute Beefy. Kami mit Karotte, die Socke fickst du eh nie. Du bist von deiner Mutter geschlagen worden. Für mich bist du heute einfach nur gestorben. Tatsam im Dschungel und ich nehm dich auseinander. Er macht die Beine immer nur auseinander. Jungfrau, ich hab vielleicht verkackt, aber mit mir wärst du auch gerne nackt. Mitten im Text hat sie Freestyle. Ey, ich will der armen Bruder, der armen vielleicht einen Tipp geben. Veganerin, in Deutschland, man hat Urheberrecht. Ja, nee, ich würde vor 7 Anzeigen gehen. Ich würde den verklagen. Der muss das rausnehmen, Cousin. Ich küsse dein Herz, Walla. Zell gekickt, besser als 90% der Rapper heutzutage. Macht er mal auf! Geisteskrank. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach rechts, so ein bisschen nach rechts, damit wir alle im Bild sind. Okay, jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von der Jungfrau. Oder rap einfach nicht. Ja, rap einfach nicht. Lass sie einfach. Rap einfach nicht. Check mein Song, Life is a Bitch. Früher Sonntagsbraten, heute jeden Tag ein Haufen Fleisch, denn die Industrie will niedrigen Verbraucherpreis. Massentierhaltung finde ich auch nicht nice. Lass dich am Lidl-Rapper aus, der verkauft den Scheiß. Klar bist du kein Ei in die Pfanne klopfen. Du bist Veganerin geworden, denn du kannst nicht kochen. Durch deine Mangelernährung hast du sehr schwache Knochen. Ich wollte dir die Hand geben und hätte sie fast gebrochen. Du bist wieder mal im Ärztehaus. Sag mal, wie schauen denn deine Werte aus? Weil du Vitamin B12 zur Ernährung brauchst und den Eiweißmangel gleicht sie mit Sperma aus. In ihrer Freizeit raucht sie Wunderkraut. Sie kettet sich mit Freunden sonntags immer um den Baum. Auf Demos schreit sie sich die Lunge raus. Wenn du bist, was du isst, wieso bist du eine dumme Sau? Du und dein Ex, ihr hattet eine Krise. Du gabst ihm ein Ultimatum als Beweis der Liebe. Unter Tränen sagst du ich oder Steak. Und er hat sich für Fleisch entschieden. Du hast so hart nur gestunken, du hast Salate verschlungen in ein paar Nanosekunden. Und drehst du deinen Kopf, reißt du Regale nach unten. Ich glaub, 4-7 hat das letzte Nashorn gefunden. Fährst nachts in deinem Fiat um 12:30, schleichst in einen Pferdestall und schließt dich darin ein. Sag mal, wieso hast du Vaseline mit dabei? Ich glaube, deine Liebe für die Tiere geht zu weit. Starke zweite Runde von der Jungfrau, warte mal leer. Ja, nie mit Vaseline in Pferdestall, Bruder. Die wollt nur Massage geben, Cousin chillt. Respekt an beide MCs. Baba, Baba Typ, der hat's gut gemacht, ja. Zerstörung, Zerstörung. Geisteskrank, geisteskranke zwei Runden. Das war das erste Vorrundenmatch, Viertelfinale. Und jetzt entscheiden die Judges, wer von den beiden besser abgeliefert hat und ins Halbfinale kommt. Und ich würde sagen, Emre, du machst den Anfang. Mois wird anfangen. Let's go. Dankeschön, Bode. Wenn ich Vater bin, bist du Sohn. Schwierig. Ich sage euch ehrlich, du bist über dein Limit gegangen und hast improvisiert. Das ist sehr stark. Der Bode ist Jungfrau, aber hat nicht zum ersten Mal auf Beat Mütter gemacht. Oder die Arme alle, die braucht Antidepressiva nach diesem. Was soll ich sagen, Bruder? Also meine Stimme geht an den Bruder, Digga. Okay. Muss sein. Okay, jetzt Janosch. Also ihr wart beide sehr aufgeregt vor dem Battle. Sie war sehr aufgeregt, die ist auch sehr warm, ne? Ja. Das Ding ist, rap-technisch hast du natürlich viel mehr drauf. Die Umstände hier ein bisschen mit Beat, laut, leise. Aber da zeigt sich wirklich, ob man ein Profi ist oder nicht. So. Und ich finde, natürlich hat der überragend Leistung gebracht, aber du hast trotzdem gefreestylt
Und das hat noch mal Eier bewiesen, mehr als 90% der Rapper da draußen. Aber man muss ganz klar sagen, er war einfach ein paar Schwanzlängen voraus. Also ich muss sagen, wenn man das aus der Battle-Rap-Sicht betrachtet, dann muss man sagen, dass du mehr Highlight-Lines hattest, weil jetzt sich das zwischendurch sehr monoton angehört und du hattest zu viele Patzer. Ich habe eine Frage an dich. Soll ich dir meine Stimme geben oder Mois doppelt? Bitte Mois doppelt, Digga. Also deine Stimme geht an die Jungfrau. Okay, das bedeutet 3-0 für die Jungfrau. Jungfrau ist in Halbfinale, nächste Runde weiter. Und der Gewinner bekommt 2000 Euro Preisgeld. Nice. Ihr wisst Bescheid. Aber trotzdem, großen Respekt an Kami, an Veganerin. Sie hat abgeliefert, sehr, sehr stark. Und ja, das war die erste Vorrunde. Wir sind auf jeden Fall raus. Big Difference. Peace. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ah, schon um fertig, schade, genau, ja. Und jetzt bin ich gerade live auf Twitch. Hier ist der Link eingeblendet. Kommt alle vorbei. Wir reagieren auf das Battle zusammen. Wir können interagieren. Ich werde mit dem ja, krass. Interagieren. Kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und jetzt merke ich erst gerade, wie sehr die Leute Bock haben auf diese Rap-Competitions. Weißt du? Guck mal, Icon ist vorbei. 4-7 hat direkt nachgelegt. Ja, hat direkt schlau gemacht. Yani, wir müssen da jetzt ran, Dreddies, Alter. Wir müssen da jetzt ran, Dreddies.